Bundestagsabgeordnete sollen und müssen in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Es ist in der jüngsten Vergangenheit und auch aktuell eine brandheiß diskutierte Frage, ob Abgeordnete des Bundestages in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen müssen oder sollen. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich bitte oder Sie müssen sich vergegenwärtigen, Bundestagsabgeordnete, die 4 Jahre im Bundestag tätig waren, bekommen dann über 1.000 Euro Altersruhegelder oder haben Anspruch darauf. Wer dann 8 Jahre im Bundestag war, bekommt über 2.000 Euro später irgendwann mal gezahlt. Meine Damen und Herren, das sind alles Zahlen, da träumen die meisten gesetzlichen Rentenversicherten in Deutschland davon. Ein Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, die 45 Jahre gearbeitet hat, die bekommt irgendwo im Schnitt zwischen 1.600 und 1.700 Bruttorente gezahlt. Davon gehen natürlich noch Kranken- und Pflegebeiträge weg und auch noch entsprechend dem Rentenbeginn dann möglicherweise auch noch Steuern weg. Meine Damen und Herren, ich finde es schlichtweg unerträglich, dass Bundestagsabgeordnete hier so besser gestellt werden gegenüber gesetzlich Versicherten, dass ich letzten Endes auch fordere, wie einzelne Parteien zum Beispiel im Bundestag das auch gefordert haben, wie zum Beispiel die Linken, die AfD, aber auch das Bündnis Sahra Wagenknecht, dass Bundestagsabgeordnete in die gesetzliche Rentenkasse einzuzahlen haben. Es ist schlicht und ergreifend eine Frage der allgemeinen Gerechtigkeit auch gegenüber den hart arbeitenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland, die ja letzten Endes über ihre Steuergelder die Altersruhegelder der Bundestagsabgeordneten mitfinanzieren. Und ich lasse mich dabei auch, das sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich, nicht instrumentalisieren von irgendwelchen Leuten, die dann der Meinung sind, dass ich die Interessen der einen oder anderen Partei dabei vertrete. Das ist Unfug, meine Damen und Herren. Ich bin als Rentenberater und als Rechtsanwalt politisch neutral und mich interessieren wirklich Vorschläge von demokratisch legitimierten Parteien, die im Bundestag sitzen, die zu solchen Dingen einfach auch mal Vorschläge gemacht haben, und die sind alle mal diskussionswürdig und auch erörterungswürdig. Und deshalb, meine Damen und Herren, finde ich es ganz wichtig, dass wir über diesen Punkt immer wieder diskutieren, immer wieder diese Frage aufwerfen, dass Bundestagsabgeordnete in die gesetzliche Rentenkasse einzuzahlen haben. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Es ist eine Frage der Vorbildfunktion unserer Bundestagsabgeordneten gegenüber den vielen Millionen Rentenversicherten, die hart arbeiten und deren Altersruhegehälter mitfinanzieren. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.